Brennendes Mobiliar in einem Patientenzimmer im zweiten OP hat am frühen Dienstagmorgen in der Luginus Klinik in Kiel einen Großeinsatz für Feuerwehr und den Rettungsdienst ausgelöst. Um 4.25 Uhr hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Kurze Zeit später trafen die ersten Rettungskräfte am Brandort ein. 11 Patienten konnten aus der verrauchten Station in Sicherheit gebracht werden. 5 davon erlitten eine Rauchvergiftung. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab und führten danach umfangreiche Belüftungsmaßnahmen des Gebäudes durch. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen und Notärzten vor Ort, um die Patienten zu sichten und zu behandeln. Der Klinikbetrieb lief weiter. Die betroffenen Patienten wurden in anderen Stationen des Hauses untergebracht. 80 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt waren im Einsatz. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unbekannt.